Auf dem Platz Humbert I. entsteht die wunderschöne Kirche Heiliger Maria Magdalena gewidmet. Sie ist unter den repräsentativsten Denkmälern der Architektur des 18. Jahrhunderts im südlichen Salento. Neben dem imposanten Gebäude ist der Uhrenturm aus dem 19. Jahrhundert zusammen mit der alten Sonnenuhr. Das Innere des Gebäudes zeigt sich feierlich und hat drei Kirchenschiffe und eine Grundrisse mit der Form eines lateinischen Kreuzes. Auf der oberen Seite gibt es reiche typische Dekorationen aus Stuck, die im typischen Rokoko-Stil des Salentos produziert wurden. Das zentrale Kirchenschiff zeigt verschiedene Gemälde von Oronzo Tiso, die die Ereignisse des Lebens der heiligen Magdalena illustrieren. Bemerkenswert ist der Altar der Heiligen gewidmet, der auf dem Querschiff liegt und im 18. Jahrhundert mit großer Gewandtheit gehaut wurde. In der Mitte zeigt sich die Magdalena, die mit einer reizenden Holzstatue im neapolitanischen Stil reproduziert wurde. Auch der Tabernakel aus Holz, der eine wertvolle Reliquie der Heiligen aufbewahrt, erinnert den neapolitanischen Stil. Die Statuen der Heiligen Andreas und Cajetan sind auf den Seiten des Gebäudes. Nach oben unter Kartuschen und andere Dekorationen erscheint das ovale Gemälde Heiliges Vitus, vom Maler Oronzo Tiso gemalt. Bemerkenswert ist das Gemälde der Maria von Rosenkranz, das 1597 von dem Maler aus Nardò Donato Antonio d'Orlando bemalt wurde. Heute liegt es neben dem Taufbecken. Beweis der tiefen religiösen Devotion der Gemeinde von Uggiano ist die Pfarrkirche unter den faszinierendsten Kirchen des 18. Jahrhunderts des Landes von Otranto.